Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir starten mal. Wir sind noch immer unterwegs in Richtung Frankreich. So, gehen wir mal in die Innenansicht. Das waren, glaube ich, Kreditzahlungen. Zumindest gab es keinen Hinweis, dass wir eine Strafe hätten zahlen müssen. Schauen wir gerade mal. Schaden 1%. Irgendwo haben wir ihn, glaube ich, kaputt gemacht. Ja, stimmt. Ja, wir haben noch eine Fahrt von 13 Stunden. Bei einer Restzeit von knapp 30 Stunden und 5 Stunden, bis wir wieder schlafen müssen. Okay. Und wir sind in Frankreich. Das heißt, wir können Gas geben. Wir dürfen offiziell 90 fahren. Auf der Autobahn. Heißt, wir brauchen uns keine großen Gedanken über die Geschwindigkeit zu machen, dass wir nur 80 oder so fahren dürften. Sehr schön. Ja, heute ist wieder Sonntagmorgen. 10 vor 7. Und somit Zeit für den Euro Truck Simulator. Folgen von der heutigen Woche. 3 Stück nehme ich jetzt hier am Stück auf. 3 geht immer ganz gut. 4 splitte ich ja ganz gerne mal, dass ich dann samstags schon mal eine Folge mit aufnehme oder 2. Weil 3 Stück sind dann auch schon fast 1,5 Stunden, ne, etwas über eine Stunde. 1 bis 1,5 Stunden, je nachdem wie lang die einzelne Folge geht. Das reicht dann so als Zeit doch eigentlich ganz gut. Viel mehr am Stück muss es nicht sein. Zumal ich auch noch die ganze Zeit irgendwas erzählen sollte. Und ist ja kein Dialog in dem Sinne, sondern ist ein reiner Monolog. Weil das, was ihr eventuell darauf antworten könntet, das lese ich ja alles erst unter der Woche dann, wenn die Videos veröffentlicht werden. Das ist in einem Livestream dann natürlich oftmals einfacher. Da hat man dann den Chat nebendran, kann drauf eingehen. Und hat entsprechende Reaktionen seitens der Leute, der Zuschauer. Wäre mit Sicherheit auch mal interessant. Leider spielt hier die Internetleitung da nicht mit. Deswegen, solange sich da nichts tut, wird Richtung Livestream hier leider nicht viel laufen. Ich könnte einen Gang hochschalten, ne? Mal in den 12., dass der Motor nicht so hoch dreht. Einfach niedriger dreht, entsprechend dann auch natürlich ein bisschen weniger verbraucht. Was ja auch kein so Fehler ist. Wir müssen geradeaus, okay. Ich hab doch hier irgendwo. Da ist sie doch. Restreichweite, die habe ich gesucht. Eiskalt dran vorbeigeblättert. Das ist dann halt doch so früh am Morgen. Wir fahren durchs schöne Frankreich. Achtung, Speed Control. Ja, da kann ich mit leben. Ich fahre nicht schneller als 90.
So, morgen haben wir ja auch nochmal einen freien Tag. Das ist schön. Ist ja Pfingsten. Das heißt, wir haben jetzt dann zweimal eine 4-Tage-Woche. Diese Woche dann Dienstag bis Freitag. Nächste Woche Montag bis Mittwoch und dann den Freitag noch. Den kann ich leider nicht frei nehmen als Brückentag. Da ist der Kollege in Urlaub. Also der ist jetzt seit Pfingsten schon in Urlaub. Oder ab Pfingsten dann jetzt. Aber freitags sind bei uns eh immer nur knapp 6 Stunden, die wir da arbeiten müssen. Das heißt, um zwischen 1, halb 2 oder so kann man gehen. Ist dann auch schön, dann hat man den Freitagnachmittag noch. Kann auch was machen. Finde ich eigentlich sehr schön. Ah doch, ja, wir mussten hier abbiegen. Ich war mir jetzt nämlich nicht ganz sicher, weil das Spiel schon mal ganz gerne über die Abbiegespur hier leitet, um einen dann am Ende wieder auf die Autobahn zu leiten. Das war jetzt aber hier dann doch nicht der Fall. So. Straßburg-Zürich. Nein, da wollen wir nicht hin. Wir wollen lieber Richtung Lyon-Marseille. Wir ziehen dran vorbei an dem Kollegen. Pause machen brauchen wir noch nicht, oder? 3 Stunden, 4 Stunden fast. Nee. Da brauchen wir noch keine machen. Da fahren wir natürlich durch. Zumal ich hier mit meiner Restzeit gerne unter die 10 Stunden komme, dass wir nicht nochmal Pause machen müssen. So 7, 8 Stunden Restzeit, das ist dann okay. Und dann können wir nämlich in Ruhe fertig fahren und anschließend auch noch abladen, ohne dass uns hier die ganze Zeit die Ohren voll gähnt. Angenehm wenig los auf den Autobahnen hier. Finde ich auch ganz gut, weil sonst würde das von den Zeiten her, dass man pünktlich abliefert, natürlich schwierig bis unmöglich, wenn hier mehr los ist und auch Stau, je nachdem. Oh. Wir müssen ja abbiegen. Linker machen wir mal weg. Da kommt ein Mauthäuschen und dann, ich bin gespannt, das macht so eine 180-Grad-Kehre fast. Müssen wir da abbiegen oder geht die Straße tatsächlich so? Da bin ich mal gespannt. Okay, ist ein Kreisverkehr, wo wir aber offenbar genau eine Ausfahrt nehmen können. Mehr hier bitte nicht.
anderen sind gesperrt. Der biegt ab auf die Autobahn, sehr schön. Wir fahren hier entlang. Wieder hinter einem LKW. Ja, was könnte man noch Feines erzählen, ne? Das ist jetzt gerade so ein klein wenig die Frage. Es ist früh am Morgen. Noch nicht so ganz hundertprozentig wach. Allerdings aufgewacht halt und irgendwo doch wach gewesen. Und dann bin ich nicht so der Typ, der dann halt ewig lang im Bett liegen bleibt. Sondern dann eher auch aufsteht. Und zur Not sich später nochmal hinlegt, wenn ich wieder müde werde, dann mache ich auch durchaus tagsüber mal ein Nickerchen. Oder nehme auf, frühstücke was und schlafe dann nochmal ein Stündchen. Alles schon vorgekommen. Leicht denn der hier so? Ich meine, das sind zwar scharfe Kurven, aber so scharf sind sie ja nun auch nicht. Dass man da gleich bis fast zum Stillstand runterbremsen muss. Oder fehlt es ihm da einfach an Leistung? Leider auch nicht überholen. Ich sehe A nichts und B ist eine durchgezogene Linie. Jetzt sehe ich, die durchgezogene Linie ist zwar immer noch da, aber das ist mir jetzt mal egal. Ich schleiche doch nicht hinter dem LKW da hinterher. Würde ich in Realität nicht machen, sollte man noch nicht. Durchgezogene Linien sind nicht ohne Grund da. Aber wir sind hier ja in einem Spiel, von daher sieht das nochmal wieder ein bisschen anders aus. Ups. Die Kurve war jetzt. Ja, ich soll vielleicht mal im Navi gucken, da sehe ich ja, wie scharf die Kurven sind. Da ist das ja wirklich gut zu sehen. Ich glaube, bei der nächsten Pausegelegenheit machen wir jetzt dann noch Pause. Das läuft halt jetzt so schön schnell, weil dadurch, dass wir kaum was geladen haben, die Ampel blinkt grün. Ich kenne es, dass sie gelb blinkt. Dass sie grün blinkt, ist mir nun wahrlich neu. Ja, und da ist sie rot. Okay. Das war dann mit dem Blinken wohl ein Bug. Sollte wohl einfach grün leuchten. Oh. So. Dass es bald ein Parkplatz oder irgendwas kommt, wo wir ein Päuschen machen können. Genau, er meint das nämlich auch schon. So langsam wird es dann doch Zeit. Auch wenn ich fürchte, dass
wo vorher massenweise Parkplätze ja kamen, jetzt keiner mehr kommt. Wie das ja gerne so ist, dann wenn man ihn braucht, genau. Diese weit und breit, ah, da kommt Tankstelle, okay. Dann habe ich nichts gesagt. ...50 darf man. Okay. Bisschen schneller fahren wir mal. Wie gesagt, wir müssen bald ins Bettchen. Und Pause machen. Aber wo sind wir denn? Urbis wird wahrscheinlich völlig anders ausgesprochen, aber mein Französisch ist nicht vorhanden sozusagen. Von daher bitte ich die Aussprache zu entschuldigen. Ah, wir dürfen wieder 80, sehr schön. Ich könnte mal Licht anmachen. Ist schon relativ dunkel für 17 Uhr, aber... naja. Einmal Kreisverkehr. Wäre eine Schlafmöglichkeit, aber wenn ich es richtig gesehen habe, kommt bei uns auf der Strecke jetzt gleich auch eine. Die nutze ich natürlich auch. Zumal das eine Tankstelle war, wo wir dann noch gleich mal tanken können. Wir kämen zwar, glaube ich, ja, mit dem kämen mit der Tankfüllung sogar noch hin, aber wenn sie es anbietet. Tut es doch hoffentlich, oder? Schitte, nein, tut es nicht. Das wäre die Tankstelle gewesen, okay. Jetzt müssen wir bis zur Mautstation weiterfahren. Ich hätte vorher gucken sollen. Wäre besser gewesen. Weil oben drehen ist auf Stufe, hier kann ich nicht drehen, nicht so wirklich. Dann hoffe ich mal, dass wir ein paar Zeiten bei der Mautstation sind. Und dort schlafen können. Also es können, ja, mit Sicherheit. Musste mich jetzt gerade mal ein bisschen rücksichtslos vordrängeln, wobei der, wie ich am Spiegel gesehen habe, eh abgebogen ist. Aber wir haben es gerade ein bisschen eilig. 22 Minuten bis zur nächsten Pause. Und schon noch ein ordentliches Stück zur nächsten Mautstation. Ist keine gute Kombination. Sogar eine sehr schlechte. Und nach der Pause haben wir damit sicher wieder massenweise Pausestellen, wo wir pausieren könnten. Okay, die eine habe ich ja jetzt verpennt. Ich dachte echt, die Länge auf der Strecke, nicht an der Strecke. Naja. Dumm gelaufen. 22 Minuten sind um. Jetzt ist dann nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten Strafzahlungen auftauchen. Aber wir sollten es eigentlich schaffen, ohne einzuschlafen.
Im American Truck Simulator dürfen wir ja sogar, da dürfen wir sogar 14 Stunden voll machen. Aber wir sind ja jetzt auch dort. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier ist der Parkplatz. Schill. Oder auch nicht. Ja, ich werde müde, ich weiß. Eigentlich wollte ich hier auch Pause machen. Ganz uneigentlich geht es nicht. Ist auch kein Parkplatz-Symbol eingezeichnet. Das ist nicht schön. Das ist jetzt gar nicht schön. Nicht mal die Mautstationen sind zuverlässige Parkplätze. Das ist jetzt natürlich... Das bringt uns ein wenig in Bedrängnis. Ein wenig sehr sogar. Tja. Was tun? Ja. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Problem ist, hier ist jetzt weit und breit nichts zu sehen. Da kommt zwar nochmal eine Mautstelle, aber ob die auch nur ansatzweise was mit Schlafplätzen da hat, ist jetzt dann natürlich noch die Frage. Bisher hatten sie es eigentlich immer, die eine natürlich gerade mal nicht. Das ist doof. Ja, ja, ich weiß. Meter bis zur Ausfahrt, da ist aber auch keine Mautstelle. Wieso sind jetzt wieder stundenlang keine Rastplätze? Ja, ja, finden Sie eine Parkmöglichkeit. Netter Scherz. Späßle gemacht. Wie ich sehe, ist aber die Zeit auch schon wieder um. Deswegen würde ich mal sagen, ob wir es geschafft haben oder nicht, das, meine Lieben, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch, hoppla, übermorgen wieder mit dabei, wenn wir unsere Fahrt hier mehr oder weniger müde fortsetzen. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.